Das ist nicht dein Ernst. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf meinem Kanal. Ich bin immer noch mit dem lieben Petze und dem lieben Jeff unterwegs. Und wir erkunden jetzt ein Objekt. Nee, das verrate ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Und wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. So. Hier, ach, das wollte ich auch noch mal zeigen. Guck mal, bei Jeff hier. Da könnt ihr bei Jeff, da heißt der bunte Kanal. Das ist richtig cool für alle Technikinteressierten. Er hat übrigens auch, bleibt mal seitlich stehen, sonst sieht man das nicht, die Pocket 3. Und er hat einfach so einen Brustgurt gekauft. Und ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Aber guckt euch mal den Kanal an. Welches Video ist es, Jeff? Wie heißt es? Weiß ich nicht mal. Blende ich unten noch ein. Ja. Da gucken wir nachher nochmal nach. Aber da hat er die einfach so und die macht perfekte Aufnahmen. Also das Gimbal dreht sich nicht weg oder verkantet sich oder so. Als wenn du wirklich live dabei bist. Ich bin auch am Überlegen, mir das zu holen, damit ich die Hände mal frei habe. So, hier sind irgendwie Hütten. Aber... Chef, alles gut? Wir sollten mal versuchen, aufs Gelände zu kommen, ne? Wir sind doch eigentlich schon drauf. Weil da vorne war ja der Zaun, guck mal. Ja, ja. Den haben sie komplett weggenommen. Aber wir müssen aufpassen, hier nebenan ist belebt, ne? Ja, naja, belebt, aber... Aber was waren das denn für Hütten hier, bitteschön? Vielleicht war das hier auch mal so was wie ein Ferienlager. Aber so klein? Du kannst ja nicht drin stehen. Stell dich noch mal rein, guck mal. Du kannst ja gar nicht drin stehen. Und kein Fenster, nichts drin? Geradezu. Ach so. Ein Stromkasten? Ja, oder? Du warst naja. Zum Lagern von Robert. Wir können nur spekulieren, wollte ich gerade sagen. Spekulieren. So, ich würde sagen, schnell ins Objekt rein, weil das soll richtig geil sein. Freue mich richtig. So, da hinten ist schon eingestürzt. Läuft die jetzt? Die läuft. Woher weiß sie denn? Verstehst du, wie ich das meine? Ich weiß es nicht. Das ist geil, ja, das ist genial. Du musst halt mit dem Körper irgendwie dann auch mitgehen. Ne? Wenn du was zeigen willst, musst du halt den hier machen. Ne? Aber auch so deinen Körper drehen. Ja, oder du musst halt mit dem Joystick ein bisschen spielen. Ja, aber du siehst ja nichts. Also auf dem Bildschirm jetzt, weil das so dicht dran ist. So, wir quatschen uns hier fest, wie ich immer sagen, wir gehen wieder der Sache nach, warum wir eigentlich auch losgezogen sind. Lost Place. Oha. Naja. Auf geht's, Freunde. Huch. Ach, hier ganz oben ist ein tollpatschig immer. Ja. Ach, du ahnst es nicht. Euer Ernst? Oh, guck mal, wie schön der Frost sich hier wieder glitzert. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Bildschirm sehen kann. Das sieht ja geil aus. Ach, du ahnst es nicht. Oh, nee. Hier können wir nicht reingehen, Freunde. Guck mal da oben. Seid ihr wahnsinnig? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hier gehe ich nicht rein. Petze, pass bitte auf. Hier war die Küche. Ja, ich möchte da nicht hin. Oder geht es? Aber ich hätte eine Mütze aufsetzen sollen, ist kalt. Ach, hier stimmt, guck mal. Hier, Deckel und so, Küchenutensilien. Oh, das ist ja doch noch interessant. Ey, seid ihr wahnsinnig? Ey, Petze, hör mal auf mit dem Scheiß jetzt, ganz ehrlich. Heute haben wir auch noch so ein Wetter. Aber das ist ja enorm, dass hier noch hier vereinzelt Küchenutensilien drin sind. Na! Ein Glück, Petze ist vorgegangen. Das finde ich immer mega krass. Und er sagt einfach nur so trocken, du, hier war mal die Küche. Hier, guck dir das mal an, hier bitte. Das ist ja unglaublich, stört mein Licht bestimmt, ne? Ey, hier ist so ein Kippbräter, habe ich von Philipp gelernt. Liebe Grüße an Philipp an dieser Stelle. Das ist ja spektakulär. Achso. Boah, das liebe ich ja. Aber ich will mal, bevor ich hier... Wenn Jeff fertig ist, will ich mal hier euch die technischen Geräte zeigen hier, ne?
Das ist ein Herd gewesen. Das sieht aus, als wenn der noch mit, Strom schon. Ich wollte gerade sagen. Und hier ist nochmal so ein Kippbräter. Also wer denn damit gerechnet? Vor allen Dingen Freunde. Aber das ist noch nicht das Spektakulärste. Hier kommt noch was richtig Schönes auf uns zu. Bleibt gespannt, wirklich jetzt. Ich verrate. Ihr wisst, wenn ich das sage, dann ist es auch wirklich so. Nein! Hier sind noch... Oh, guckt euch das an, hier sind noch die Doppelstockbetten drin. Also hier war mal ein Schlafraum. Das ist ja richtig cool hier, ey. Das ist schön DK, so wie ich es mag. Vereinzelt noch Sachen, aber die spektakulären Dinge kommen noch. Oh nee, das ist gefährlich hier, Freunde. Guckt euch mal bitte die Decke an. Aber ich liebe diesen langen Gang hier, ne? Das finde ich gerade richtig. Oha. Guck mal, so sieht es im Dunkeln aus. Und so im Hellen. Ja, die Räume sind alle leer. Oh, guckt euch mal diese Wand da an. Wie ausgebeult die ist, wo Petze gerade hinten ist. Oh, hier sind noch Spinde. Hier waren Umkleiden. Was war denn das hier? Schlafräume, Umkleiden, Großküche, also Küche. Ja, war schon eine Großküche, muss man sagen. Ja, den hätte ich jetzt gern an, weil es ist wirklich arschkalt, Freunde. Ich muss auch gleich meine Mütze aufsetzen. Aber hatten wir auch da. Sind das die auch? Ja, so Bettgestelle. Ja, genau. Oder hinten gleich der Jeffy rum, aber die Atmosphäre ist geil, ne? Das hat hier was, ey. Oh, vor allen Dingen jetzt mal ist richtig schön ausgeleuchtet mit drei Taschenlampen. Sehr schön. Kann ich dir schön nachbearbeiten im Videoschnittprogramm. Vielen Dank. Aber du, ganz hinten sei vorsichtig. Ja. Guck mal, wie die Wand da rauskommt. Ja, ja. Hier hast du irgendwie noch Doppelstockbetten in einer links in irgendeinem Raum? Oder war das hier? Hier ist das. Hier hast du jetzt vielleicht noch ein Fotomotiv. Komm, wenn wir schon mal YouTuber dabei haben und Fotografen, dann filmen wir die auch mal bei der Arbeit. Ich finde das mega interessant. Oh. Guckt mal hier euch die Technik an hier. Ne? Da kann ich einpacken hier und da. Ach, und, das ist unglaublich hier. Nein. Weißt du? Tausende von Euro liegen hier. Jetzt komme ich wieder hier als der Rich People rüber hier, ne? Nein, Rich People nicht. Hat er sich eisern erspart. Pass bitte auf, wo du hingehst. Guck doch mal. Hallo, siehst du auch mal? Ja, ja. Ach. Ey, sag mal, seid ihr alle wahnsinnig? Und über mich merkt ihr mehr. Jetzt könnt ihr mal sehen, dass andere noch bekloppter sind als ich. Nee. Aber, wie gesagt, das ist ein geiles Bild, ne? Wenn Petze da hinten läuft mit der Taschenlampe, ich finde das mega. Das ist richtig spooky. Spooky. Kalt, Alter. Hier auch wieder Toiletten. Oh, ich liebe ja dieses absolut zerfallene, ne? Nur von der Natur wiedergeholte, ne? Ey. Sehr schöner Lost Place noch mal wieder. Boah. Und hier waren die Duschen. Guck mal, wie lange das schon verlassen sein muss, ne? Das ist der absolute Hammer, ey. Das ist auch mal sehr spektakulär zu sehen, wie unterschiedlich hier jeder von uns arbeitet. Ne? Petze rennt durch, ja. Der ist immer weg. Ne? Ich bin auch so, der lange filmt, aber Jeff kommt ja gar nicht hinterher. Na gut, er filmt und fotografiert. Das ist mal sehr interessant zu sehen. Trotz alledem geht es jetzt weiter. Oha, der Petze ist schon wieder, wo ist denn? Das ist unglaublich mit dem Bengel. Gibt aber alles so keinen Sinn hier so. Wie ist das bei der Schweiz? Das ist eigentlich das Ziel, das ist ja richtig, ne? Das da, ne? Ja. Oder welches? Nee, dass das nicht zu dem gehört, zu dieser Waldstadt. Also das ist ein extra irgendwie, weiß ich nicht. Betrieb passt, oder? Momentan passt das noch nicht so richtig. Ne, irgendwie, das ist auch komisch. Guck mal, hier stehen Maschinen, also ja. Anhänger und... Ich glaube, du hast recht, das wird ein extra Abteil sein, ja. Hier irgendwie verlassen. Ja.
es macht Spaß. Ich liebe es zu erkunden, ne? Geil. Das ist der typische, ne? Genau. Ja. Typisches Ostprodukt, sagen wir mal so. Das ist die Standheizung für den Bauarbeiter Pausenraum, bestimmt, oder? Ja, das ist ein Tank. Ja. Das ist ein Tank, tatsächlich. Die müssen ja irgendwie nicht. Zum kleinen Karbidofen, hießen die nicht so? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da bist du ein bisschen gebildeter als ich. Nee, ich nicht. Na doch. Da müssen wir Petze fragen, unseren Abiturienten. Alter! Ey, das ist ja. Ah, das haben sie verrammelt und verriegelt. Boah, jetzt so viel Zeit dann, ne? Ey, hier müssen wir rind. Echt? Ja. Vielleicht nachher. Vielleicht. Weil die interessanteren Sachen kommen ja noch, habe ich mir sagen lassen. Oder die interessanten. Ist das da drüben bewirtschaftet, Jungs? Ja, hinten. Das Farbenfrohe da? Ja. Ey, hier kommen wir doch rein. Aber da werden wir nicht durchkommen, ne? Hier steht ein kompletter Notstromer drin. Guck dir das Ding mal an. Aber guck mal, wie die es gesichert haben hier mit Platten und so. Das sind 50 KV, würde ich sagen, ne? Ey, könnt ihr mich mal aufklären? Notstromaggregat. Ja, danke. Ich als Technik. Hier steht ein Notstromaggregat. Sind die jetzt nicht so klein wie ein Koffer? Warte, die Jungs haben was gesehen, ich muss hier erstmal das filmen. Was ist das, ein 50 KVA? Ja. Du wirst gleich explodieren. Ach, du ahnst es nicht, Freunde. Hier, komm her. Oh, passt, falls ihr hier durchklettern wollt, passt auf, das ist scharf hier. Also, oh Gott. Ach du Scheiße. Bin ich jetzt auch mal im Fernsehen endlich? Sonst stehe ich ja immer hinter der Kamera. Du, noch dichter, ich habe schon so eine große Nase. Nein, alles gut. Ich weiß nicht, ob der Stuhl mich hier hält. Ja. Oh. Kann es sein, dass ich ein bisschen laut bin? Ja. Hm. Entschuldigung. Hattet? So, vielen Dank, Jeff. Weil hier muss ich mit euch mal rein. Weil hier steht einfach mal ein Stapler drin. Das ist ja unfassbar. Und was ist das hier? Was ist das denn? Alter, das sieht so selbstgebaut aus. Aber hier mit. Huh? Mit Rotlicht hatten wir was, ne? Hier mit Hauptschalter und so. Hä? Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, was das ist, falls das einer weiß? Ja. Aber hier haben wir mal, Freunde, einen Stapler. Mit Gabelverlängerung. Hat er sogar noch drauf. Sehe ich gerade. Wahnsinn. Wieso steht das hier einfach so rum, ne? Die Firma sagt mir jetzt nicht, doch Steinbock. Ich wollte sagen, Boss, vom Stapel her, die Firma sagt mir nichts, aber der ist auch schon platt. Ich dachte, die haben eine Vollgummibereifung. Okay. Unglaublich, ey. Ist das das Geile jetzt mit dem Tracking, ne? Ja. Das ist das Geile. Der hat mich direkt drin. Oh! Alter, das ist ein geiles Objekt. Freunde, das macht Spaß. Der Notstromer? Warum bin ich denn vom Stapler so begeistert und du nur vom Notstromer? Wie schmeckt er da verschieden? So, ihr habt euch ja gewünscht, dass wir immer mehr sehen, mehr zu sehen gibt mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Und den Wunsch werde ich euch jetzt mal erfüllen. Hier, das haben die anderen beiden bestimmt noch gar nicht gesehen. Guck mal, hier steht einfach mal ein Bagger. Ist ja unfassbar. Boah! Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist ja komplett verrostet. Aber komplett. Alter Schwede. Ist das ein Hammerbild.
Boah. Ja, Freunde, Wohnhäuser hin oder her, hatten wir zu Genüge jetzt. Industrie gucken immer nicht viele oder viele nicht gerne, aber ich finde das mega interessant. Hier, guck mal, der ist komplett verrostet. Da ist nichts mehr, kein Lack mehr, kein gar nichts mehr. Hier wächst das Moos schon. Hier die Pedale, würde mich jetzt wundern, wenn die noch gehen. Hier ist noch der Maulschlüssel, der Ringschlüssel. Guckt mal, hat man ja immer gebraucht bei so einem Bagger, ne? Wie geil ist das denn bitte, ey? Der ist auch komplett verrostet. Wahnsinn. Hier noch eine, ey. Also wenn du hier mal auf die Details achtest, ne? Hier ist noch eine Kneifzange. Also. Finden wir hier noch mehr? Ja, so ein Haken, aber der scheint nicht besonders stabil zu sein. Und der sitzt, ne? Das ist wie Apokalypse, ey. Hast du das Ding schon gesehen hier? Ja, hast du schon noch? Nee, noch nicht. Ich habe schon wieder Gänsehaut hier, weil dieser Verfall ist der Hammer. Wie, guck mal, der ist komplett verrostet, Petze. Ja. Der ist komplett verrostet. Habe ich auch noch nie gesehen so. Ist da drüben noch was Schönes? Ja. Wenn du das so sagst, ich bin gespannt. Das ist doch unglaublich. Wieso sind denn hier so viele Maschinen? Das ist eine Hebebühne, ne? Also nicht das, sondern das. Boah. Ich muss das Schild mal umdrehen. Sonst kann ich euch das Werk nicht in voller Pracht zeigen. Weil da steht nämlich drauf, wo wir sind. Hier die alte Werkstatt noch. Was heißt eine alte Werkstatt? Aber es war alles mal gesichert. Seht ihr das? Eine alte Kohlenschaufel, ne? Und dann ist hier diese Hebebühne. Ey. Krass. Und da ist ja wieder dieser Satz. Hatte ich noch nicht. Industrie hatte ich schon, aber so. Was war da denn? So verfallen und. Wo ist Petze denn jetzt durchgegangen hier? Guckt mal hier, hängt noch eine Lampe. Seht ihr das? Ja, die doofe Frage wieder, entschuldigt bitte. Das ist ja enorm. Typ 225, 4,76 Mark. Ein Ostprodukt. Ob die jetzt schon hängt, seitdem die Firma so verlassen wurde, ob die jemand hingebaumelt hat. Oder ob die wirklich vergessen wurde von dem letzten Mitarbeiter hier, der gesagt hat, ja, der hat sich den Eingang hier hingeleuchtet, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Okay, jetzt kriege ich die Dussel wieder nicht angehängt hier. Wie hängen die denn hier? Mensch, das gibt's doch nicht. So. Oh. So, da hinten ist Jeff. Hier ist eine Leiter. Wieso ist hier eine Leiter? Hier ist eine Tür. Wollen wir erstmal eine Leiter? In die Leiter, auf die Leiter. Ja. Hier war schon jemand drauf. Muss ich mal den Leitertest machen, ja? Wartet. Da steht bestimmt was Spektakuläres. Ich riech schon. Nein. Ihr werdet es nicht glauben. Petze, wie bist du hier reingekommen? Hier? Ein bisschen heikel? Ja. Freunde, ihr wollt das sehen, ne? Das ist ja unglaublich. Ich muss ja mal kurz. Ist das noch ein Werkzeug? Ich muss da rein. Okay, ein bisschen heikel. Gut. Ihr werdet jetzt sehen, was Petze meint mit ein bisschen heikel. Mhm. Okay. Wir machen es trotzdem. Hüpp. Oh, ihr wollt mich nicht sehen. Alter Schwede. Sind wir denn Lebensmühle hier? Ey. Na gut, hier kann nichts mehr passieren. Weil da ist frei. Alter Schwede. Guckt mal hier. Die alten Sessel. Das ist die geil aus, klar, mit dem Fahren unter dem Sessel. Ey, das ist der Hammer, ne? Das ist Lost Place, ey. Dann hier der Sicherungskasten noch. Hier stehe ich noch gut. Aber jetzt wird's gefährlich.
So, Freunde. Also an dem könnt ihr schon halbwegs erkennen. Nee, kann man nicht. Das ist ganz was anderes, ne? Ja. Es ist ja unglaublich. Okay, Freunde, wollen wir nicht länger auf die Folter spannen. Genießt den Augenblick. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe das Video gesehen und wollte immer hierher. Aber ich wusste, das ist gigantisch. So, da muss ich die Kamera mal wieder kurz richten, aber es ist auch klar, das ist ja unglaublich, ey. Was ist denn das? Also, na klar, das ist schon ein großer Radlader, ne? Ja. Das ist schon, der ist schon ziemlich heftig. Guck mal, wie klein Petze gegen, das ist ja unglaublich. Ich bin total sprachlos. Aber geil. Geil. Wo ist denn Jeff, wenn man ihn mal braucht für Fotos? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, das ist ja unfassbar. Ne, der steckt da hinten irgendwo, den brauchst du nicht rufen. Ey, guckt euch das mal bitte an. Ihr seht die Freude in meinem Gesicht. Ey, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Jetzt stört mein Rucksack so ein bisschen gerade. Aber Wahnsinn. Die ganzen Instrumente noch drin, hier nicht zerschlagen, nicht zerdeppert. 1230 Stunden ist er gelaufen. Wahnsinn, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Boah. Krass. Und hier gleichzeitig. Wieso steht denn das hier so verlassen? Das kann ich gar nicht. Was ist das denn da? Ah, kann man leider nicht viel sehen, ne? Guck mal, wie vereist die Scheiben sind hier. Das ist der Hammer, ey. Gut, hier musst du aufpassen, dass du nicht durchbrichst. Oh Gott. Sollte ich hier lang gehen? Nee, ich glaube nicht. Ne? Was schaltest du schon wieder? Hör auf, du bist... Stell dir vor, jetzt geht was an. Letzte Prüfung 2008? Jeff weiß nicht, wie wir hier reinkommen. Aber das wusste ich ja auch nicht. Jeff ist ein bisschen heikel, sagt er. Das ist unglaublich. Unsere Kohle für Arbeit und Sicherheit. Ich bin geflasht von dem Ding. Jetzt werden sie eine. Guck mal, die haben die Tür zugebunden. Siehst du das? Petze, bist du noch hier? Ja. Ach so. Ich kann mich gar nicht lösen von dem Ding. Wirklich jetzt. Ich bin total begeistert. Das werden die Zuschauer wieder nicht verstehen da draußen. Aber Hammer. Guckt mal an hier. Unfassbar, ne? Irgendwie total geil. Ach, das ist ein Bremsprüfstand jetzt, sehe ich jetzt erst. Aber das war ja nicht für den Radlader, das war ja allgemein nur, ne? Das ist ja. Tatsache. Ja, das ist nicht für PKW. Das ist für LKW Bremsprüfstand. Hab mich verliebt. Ich hab mich verliebt. Du weißt, geil, das hatte ich auch noch nie. Das wird los. Okay, man braucht ein bisschen lange, um von Ort zu kommen, aber man kommt überall hin. Definitiv. Und wenn es keinen Eingang gibt, ne, jetzt könnt ihr mal wieder alle zuhören, falls es keinen Eingang gibt, machen wir uns den Eingang einfach frei. So, Freunde, wir versuchen mal weiterzukommen. Ja, denk dran, du bist live. Nicht live, aber du bist im Fernsehen. Du hast es? Was? Wer sind Sie denn? Ich habe echt gedacht, da kommt jetzt eine. Ja. Wirklich? Ja. Aber seit wann duzt du mich denn, sag mal, Freundchen? Ach,
guck mal, wie nett. Oh Gott. Schöne Gazelle. Ja, ne, ja, ne. Ja, wollte gerade sagen. Ja, die habe ich schon gefilmt. Über den ganzen Rücken, Freunde. Ich habe über den ganzen Rücken Gänsehaut. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also Industrie, ja. Auch komplett eingerichtet, aber nie so alt und ja, lost halt einfach, ne? Ey, das ist doch unglaublich. Ja, manchmal muss man auch einfach mal den Mund halten, ne? Da steht er, die schwarze Gestalt. Da wird der Schlüppi feucht. Da wird wirklich der Schlüppi feucht, ne? Ist das geil? Ihr wart ja natürlich schon drin, hier alle beide, ne? Jojo, ist klar. Jojo. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch irgendwie Lagerraum oder ich weiß es noch nicht, Werkstatt gefunden, was ich aber auch immer persönlich sehr interessant finde. Oh Gott. Oh. Ihr müsst mal die anderen beiden sehen, die sind nicht ein Gramm dreckig und wie ich aussehe. Nicht ein bisschen dreckig sind die. So, wie komme ich jetzt hier runter? Als unsportlicher Mensch? Naja, außer das Regal kippt nicht um. Alles andere. Ist egal. Oh. Ah, hier wurde schon alles extra hingestellt. So, Freunde. Warum ich mit euch hier nochmal reingegangen bin? Oh. Ist auch ein kleiner Tollpatsch. Er ist ein und bleibt einfach ein kleiner Tollpatsch. Also heftig, ne, dass so eine komplette Firma so einfach so, guckt euch das mal an. Komplett zurückgelassen wird. Boah. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich kenne mich hier null mit den Sachen aus. Es war komplettes Sofa, so sah früher ein Lager aus. Alter Schwede. Hier sind noch irgendwelche Schutzbleche von irgendwelchen Fahrzeugen. Wahnsinn. Ja. Hier ganzen Ersatzteile gelagert, ne? Das ist hier Glasfaser. Also Glasfaser sei schon. Mensch, Fiberglas. Nee, das waren zu viele Eindrücke hier. Das ist die zweite. Hier die ganzen Hydraulikschläuche, ne? Hier. Ja. Was auch immer das hier ist, ich kann euch das nicht sagen, Freunde. Sagt's mir einfach. Ich weiß es nicht. Boah, das sind so viele Eindrücke hier, ne? Dass man so eine, ich hatte ja schon mal eine Fabrik, eine VEB-Fabrik, ne? Die werde ich euch auch mal zum Schluss mit reinsetzen. Die war auch sehr spektakulär. Noch schön DDR-Ostmaschinen und sowas alles. Aber das ist ja auch geil, Freunde. Das ist ja auch geil. Filter. Hat was, das ist auf alle Fälle Lost Place, Freunde. Und wie ich sage, die Lampen immer bis zum Schluss. Geht hier noch Strom? Geht hier eigentlich noch Strom? Das wär's ja. So, Freunde. Bin ehrlich, muss mal Pipi machen. Wir haben auch schon über
50 Minuten Füllmaterial hier. Das Gelände ist groß, es ist nicht riesig, aber jetzt haben die Jungs wohl was richtig Cooles entdeckt. Und wenn jeder anfängt zu sabbern, entschuldigt bitte, lassen wir alles drin. So ist es nun mal. Dann heißt es bestimmt, ich höre die Jungs auf alle Fälle schon, es wird auch geil. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Bitte was? Darf ich Sie mitnehmen? Ich... Gerne. Petze fragt gerade, ob er mich mitnehmen kann. Aber er hat mich gesehen, was hier steht. Ich habe erst gedacht, wir kommen in die gleiche Halle rein, wo wir waren. Aber der ist nur mal kleiner, glaube ich, ne? Nicht dein Ernst hier. Was ist denn das für ein Modell? Da bin ich drüber. Also hier, der hier durch die Gegend läuft. Was ist denn das für ein Modell hier? Bitte? Das ist doch ein Mercedes hier, oder? Was? Du bist ein Mercedes? Das ist doch der Mercedes unter den Röstbläsern. Ach, du bist das. Na gut. Unfassbar. Ich filme erstmal da hinten, weil die Jungs sind jetzt erstmal hier beschäftigt. Ey. Oha. War das hier für ich komme jetzt nicht drauf. Feuerwehr, ne? Ja, das wird, hier kommt das Aggregat hin und dann genau. Oder sonst wie kannst du da lagern, ja. Ja. Hier ist eine komplette Werkstatt. Mit Prüfstand. Wir kommen gleich zum Prunkstück. Entspannt euch ein bisschen. Ihr müsst doch noch ein bisschen dranbleiben im Video. Was? Aufstieg nur nach Verständigung mit dem Hebezeugführer. Wer ist denn hier der Hebezeugführer? Jeff, darf ich da mal rauf? Ja, mach mal. Mach mal, sagt er. Mach schon mal Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinfilmen soll. Mach schon mal an. Ach ja, hier, guck mal, hier sind noch die Feuerwehrschläuche und alles. Weil ich bin mit meinen Blicken überall. Wir fangen bei den einfacheren Dingen an, obwohl die auch schon sehr spektakulär. Hier liegen auch Unterlagen, ne? Von 1996. Schlüsselverzeichnis. Das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ja, komm, wir gehen zum LKW, da wollt ihr hin. Ach, 813. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was es ist. Ich vermute, ja, ich weiß, was es ist. Ha, ich weiß, was es ist. Und wisst ihr auch, woran ich es gesehen habe? Jetzt verrate ich euch nicht. So, Freunde, Kamera ausgerichtet. Jetzt kommt mal mit in den Mercedes. Ich habe es rausbekommen, unten anhand der Radnabe. Da ist das Mercedes-Zeichen. Vielleicht auch noch an der Nummer würde es man erkennen. Also die Leute, die sich damit auskennen. Jetzt zeigt die Tür zugemacht und geht nicht mehr auf, ne? Doch. So, dann kommt mal mit. Hier ist noch eine Wasser. Hä? Hier gibt ja gar keinen Sinn gerade. So. Das ist geil, Freunde. Das muss ich mal nutzen. Was, 1 Million Kilometer? Ne, 400.000. 400.000 Kilometer hat er runter. Der hat 400.000 Kilometer runter, Freunde. Hier ist noch ein Ölfass. Das ist noch voll. Das Ölfass hier. Da. Das ist noch voll. Wahnsinn. Notstromaggregat da hinten. Das ist ein Kipper. Also mit Ladefläche. Tut mir leid, aber das ist so ein geiles Ding. Unfassbar, oder? Freunde. Geil. So. Habt ihr gesehen, dass das Ölfass noch voll ist hier? Das ist unglaublich. Das Ölfass, oder was ist das hier? Ist das Öl oder?
Das ist komplett voll, das Ding. So ein geiles Ding hier, ne? Das ist nebenan, die Firma. Ja, ich habe mich vorhin auch verstecken müssen, weil er ein LKW lang fuhr. Aber das ist ja mal der Hammer hier. Ja, Freunde, gemütlich sitzen wir anders, ne? Aber hier ein Helm sogar noch. Geiles Teil. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine und vor allem kurze Film hat euch gefallen. Guckt mal auch bitte beim lieben Petze und beim lieben Jeff auf dem Kanal. Ich verlinke euch die unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, Wahnsinnsobjekt. Das ist ein richtiger Männerspielplatz. Sehr beeindruckend. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye. Euer Jäger.